Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's wieder, euer EasyStime im nächsten Part von Outlast. Ja, der Horror geht weiter, wir sind hier davor, den Schlüssel hier zu packen. Wir sind ja in einem schönen Kino, ich hab gespeichert. Yeah, ist immer ein gutes Zeichen. Wir waren ja hier in einem tollen Kino. Ja, jetzt gehen wir wieder raus, muss man sagen. Wir haben den Schlüssel für den dritten Stock, das gefällt mir. Wir können jetzt endlich zu Vater Martin, wenn wir Glück haben. Vielleicht gibt es ja noch einen vierten Stock. Da ist jetzt zurück, ne? Okay. Rein bitte. Jetzt kommen wieder meine Freunde. Oder mein Freund, wer kommt? Wer kommt? Das kann ich wissen. Ja. Wer ist da? Ich glaube, es war ein scheiß Versteck, habe ich so das Gefühl. Mach mal hier zu. So, gibt's hier was Schönes? Batterie oder so? Ja, danke. Dankeschön. Da vorne ist einer. Ja. Machst mir nichts, oder? Machst mir nichts, oder? Lass mich einfach nur hier rein. Wieder zu. Einfach nichts machen. Bist aber ein Lieber. Danke. Du schließt zu. Was soll das? Dann halt nicht. Zu, okay. Da ist ein Lift. Schlüssel notwendig. Okay, das heißt, ich brauche nachher einen Schlüssel. Okay, auf zu. Hier ist auf. Hey, Küche! Mach ich mal gerade was zu futtern. Wir haben gerade, wo ich aufnehme, 2 Uhr nachts. Ja, nicht mal, fast 3 Uhr nachts sogar schon. Yeah! Ey, Batterie! Jetzt hätten sie es geahnt. Hey, da vorne ist einer. Hallo! Hallo! Okay, da ist zu. Wie, du springst mich an. Geht's dir? Gut, wie es aussieht. Sehr gut. Freut mich. Gehen wir halt hier weiter. Gibt's hier hinten was? Nein. Kirchenmusik. Yay. Der Papst da. Oder so. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Ey, wieder ein toller Fernsehsender. Oh! Was machst du da? Betest, dass kein RTL mehr kommt? Ja, ich glaube, es wird nie passieren. RTL wird es trotzdem weitergeben. Schon wieder diese atmosphärische Störung. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um vor hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sans-Sims-Blums? Ach, wie auch immer. Okay. Ich gehe ja schon. Hallo. Oh. Alles okay? Ich bin nur kurz durch.
Exit! Toilette, nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Okay, dann gehe ich weiter. So, was gibt's hier Schönes? Oh, noch mehr betende Leute. Okay. Und noch mehr betende Leute. Okay. Lass euch mal weiter beten. Okay. Da geht's anscheinend weiter. Hier. Noch mehr betende Leute. Jungs, was ist los mit euch? Macht mal Party. Ey. Ey, was zum Lesen? Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur den dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Warrider, lass es den Apostel meines Hirten ziehen. Sehen. Oh, ziehen. Bla. Ich kann schon nicht mehr lesen, meine Augen, hey. Nimm mich, ja, Warrior. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinem Lügen von einer größeren Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Okay. Okay, da muss ich ja gleich hin. Ist hinten noch was? Nix? Irgendwie eine Batterie oder so? Ey, danke. Ist aber sehr nett. Nein. Wo war das Fenster? Da. Ich darf einfach rausspringen. Oh ne, leider nicht. Okay, da drüben geht's weiter. Aber hier ist ruhig. Hier ist schön ruhig. So muss es laufen. Schön ruhig. Die beten hier immer noch. Alles fresh? Gott hates. Bin ich in der Nähe von Vater Martin? Okay. Oh shit. Vater Martin? We will join the wall rider in just a moment. My job. You alone shall escape the Talpa. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And was here machst it du is. Da? You will watch and record. My resurrection, and together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. Oh, der Aufzug, ich bin nicht zu weit. Yeah! Now, my son. Genau, es brennt so schnell, wie zu verarschen. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen, wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde das Ganze gleich verkünden. Okay, wir gehen. War nett, euch kennengelernt zu haben. Danke dir. War nett. Danke. Wir sehen uns im nächsten Part. Von Outlast, war nett. Danke. Bis dann, Autogramme gibt's später. Wo lang? Okay.
mein Gott. Was war das jetzt? Deswegen sind wir jetzt dahin, damit der verbrennt. So, wo sind wir jetzt? Oh nee. Och Mann. Nein! Der verarscht mich doch jedes Mal. Das ist doch... Oh Mann! Der geht mir so auf den Sack. Jedes Mal dasselbe. Oh Mann. Wenigstens hat's gespeichert. Kommt er wieder. Kann man mich nicht verstecken? Voll uncool. Nein! Klar! Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Worte mehr für sowas. Oh Mann. Genau, nochmal. Yeah, du Nervensäge. Oh Mann. Lass mich, lass mich. Boah. 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 Oh. Das war jetzt knapp. Ich gehe. Ich hau ab. Ich hau ab. Puh. Mein Gott. Puh. Der Typ, hey, der macht meine Nerven kaputt. What the fuck? Okay. Wisst? Wo geht denn jetzt hin? Wo ist der Hauptausgang? Was? Was ist da los? Wohin geht es hier? Finde einen anderen Weg nach draußen. Okay. Ah, der haut wieder ab. Ist okay. Und gerade leckt es bei dem Spiel. Wo bin ich? Okay. Es lädt. Es lädt. Oh Mann. Freunde, bevor ich jetzt hier weitermache, beende ich den Part. Ja, lasst eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat. Im nächsten Part finden wir wahrscheinlich den Ausgang. Also würde ich mal sagen, wir beenden es hier. Im nächsten Part schaltet wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie ich hier rauskomme. Und ja, ich bin auch mal gespannt. Bis zum nächsten Part. Ciao!